Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4 Map Version 1.9 ohne Gräben seit gestern auf der 1.9. Ich habe das gestern schon erörtert. Gestern war die 300. Folge übrigens. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue. Das ist jetzt die 301. Folge und wir sind fleißig mitten in der Ernte. Wir sind 4 Felder gleichzeitig am Ernten mit 6 Abfahrern. Das läuft eigentlich ganz gut. Also ich will jetzt hier nicht den Tag vom Abend loben, aber bisher sieht es ganz gut aus. Den könnte man nur fast auch noch als Abfahrer einsetzen, wenn wir ihn dann bräuchten. Also da den Krampe-Trailer, der da stand, der große mit der Sattelschlepper davor. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, mitten in der Ernte. Achso, ja, die 1.9 ist jetzt erst hier zum Einsatz gekommen bei mir, weil ich bis zur Folge 299 alles genau an dem Tag produziert hatte schon, an dem die 1.9 veröffentlicht wurde. Dann allerdings auch die Version mit Gräben. Ich spiele ja mal die ohne Gräben, das wisst ihr. Und die kam dann eh erst, ich weiß nicht wann, freitags, samstags oder so. Und da hatte ich aber schon alles produziert, weil ich nämlich dann eine Woche lang so gut wie keine Zeit hatte, irgendwas zu machen. Und deshalb hatte ich dann ganz, ganz viel vorproduziert. Und jetzt ist eine neue Aufnahmesession. Und deshalb ist jetzt erst die 1.9 drin. Aber wir haben ja auch am Wochenende im Livestream haben wir ja auch schon auf 1.9 gespielt. Und ja, soweit, so gut. Wir schauen mal, wie das hier mit der Ernte läuft. So, den können wir auch mal wieder leer machen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, wo ich die hinstelle. Nicht, dass ich hier nachher keinen Platz mehr habe, um mal irgendwas anderes zu lagern. Das wäre sehr schade. Das Sägewerk, ja, produziert noch, produziert nicht mehr. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Muss ich schauen. Große Paletten. Die holen wir uns nochmal hier weg, die hier stehen. Und bringen die dann direkt zur Palettenproduktion. Aber ich glaube, das produziert nicht mehr, weil wir kein Holz mehr haben. Ja, Leute, mir rutscht mein Headset. Sehr ärgerlich. Oh, da kann wahrscheinlich gar nicht mehr produziert werden. Ups. Ist der Hackschnitzel voll? Nö, die produzieren noch. Das ist okay. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ja, der hier, damit habe ich ja so verloren gegangene oder verirrte Paletten, habe ich sie genannt, aufgesammelt. Gucken, überall, wo welche liegen, werde ich jetzt versuchen, die einzusammeln. Ja, Feld 22. Wunderbar. Läuft, würde ich sagen. Ich habe auch ja gesagt, ich möchte etwas weniger diese Cosplay-Fenster im Bild haben. Ah, der hier zum Beispiel. Den haben wir. Damit haben wir das Feld 32 gedüngt gehabt. Und den habe ich dann per Cosplay hier zum Hof geschickt. Den können wir mal eben voll machen. Wieder mit Dünger. Gut, das ist jetzt nicht direkt Pflegebereifung, was da drauf ist. Aber ich spiele ja hier ohne Fruchtzerstörung. Im Multiplayer wird es dann schwieriger. Da spielen wir mit Fruchtzerstörung. Aber
Hey. Ist wie es ist. So, jetzt bin ich über eine Woche nicht mehr hier LS gefahren. Jetzt kommen wieder meine allseits bekannten und beliebten Einparkkenntnisse zum Tragen. Wenn die Kamera richtig steht, dann geht das auch. Auch für eine Woche nicht mehr gefahren. Naja, es ist wie Fahrradfahren, ne? Das verlernt man einfach nicht. So. Da fahren wir mal. Ernte läuft ja parallel im Moment weiter. Scheinbar okay. Danke auch für die Tipps zum Thema Cosplay. Case steckt im Verkehr fest. Ja, okay. Muss ich mir gleich mal angucken. So, und warum fährt er jetzt da nicht? Ja, ich muss mal eben an meinem Headset fummeln. So, ich musste euch mal eben kurz stumm schalten, sonst werdet ihr, glaube ich, verrückt geworden. Ich musste eben an meinem Headset ein bisschen fummeln, damit das nicht immer weiter rutscht. Sieht doch gut aus. Das läuft da alles. Jetzt steppen wir uns einfach mal Stück für Stück durch, gucken, wo noch irgendwas ist, was uns irgendwie stört oder Sorgen bereitet. Okay. Ja gut, das wird dann mal nix so. Das kann man ja auch verstehen. Das ist jetzt hier die erste Runde an dem Feld, ist immer ein bisschen doof. Vielleicht sollte ich da mal eingreifen, das Feld etwas reduzieren. Irgendwie um 3 Meter oder so in der Breite. Aber es ist jetzt nichts, was dramatisch ist. Also hier kann man ja auch mal eben einmal eingreifen. Und kann hier mal eben von Hand abbunkern. Finde ich. Eben gucken, ob er auch richtig fährt. Ich meine, sieht gut aus, aber... Ja, nicht, dass er irgendwie in die falsche Spur fährt. Das wäre schade. So. Brauchst du noch gar nicht mehr zu Drescher fahren. Er ist doch schon abgetankt. Voll Honky Honk. Ja, ich habe auch noch nicht die aktuellste Cosplay-Version hier drauf. Ich benutze ja meine von den Developer-Versionen und da bin ich längst nicht auf dem aktuellen Stand. Das werde ich auch nochmal ändern. Und ja.
Gut, das sieht jetzt nicht schön aus. Aber bis zum Ende des Feldes sollte das eigentlich funktionieren. Kann höchstens sein, dass sie sich da irgendwie ins Gehege kommen, aber... Naja, das müssen wir uns jetzt hier nicht mit antun. Okay, der wartet. Auch mal hier das Cosplay-Fenster wegmachen. Die sind da schön harmonisch am Nebenherfahren. Ist doch alles gut. So, macht er. Achso. Er fährt zum Wegpunkt 137. Naja, der ist voll. Der fährt jetzt zur Haferflockenfabrik. Macht ja auch Sinn. Fährt jetzt hier zum Startpunkt, den habe ich natürlich bekloppt gelegt. Ne? Den hätte ich natürlich viel besser auf der anderen Seite legen können, wären die Wege kürzer gewesen. Aber egal. Habe ich nicht aufgepasst. Aus Schaden wird man klug. Ja, ich habe ja keinen Schaden dadurch. Dauert alles nur ein bisschen länger. Aber es macht ja nichts. So, das läuft alles wunderbar. Wunderbar, kann ich da nur sagen. Bin sehr zufrieden. Danke nochmal für die Tipps. Hier Feld 12. Ja, der ist auch voll. Der kann jetzt wegfahren. Die könnten sich jetzt natürlich ins Gehege kommen. Ja, Lexion gucke ich mir gleich an. Der sich da gerade gemeldet hat. Weil die Punkte so dicht beieinander sind und der eine da natürlich wartet. Okay, der 900 Vario steckt jetzt im Verkehr fest. Das müsste sich aber gleich geben, wenn denn hier auf Feld 12 mein Lexion gleich voll ist. Daher unternehme ich da mal nichts. Ich greife mal nicht ein. Ja, okay. Du steckst im Verkehr fest, von mir aus. Klaas, Abfahrer entlassen. Du Mann. Wenn Lay auf Feld 12 ein bisschen mehr Platz ist, der Abfahrer. So, jetzt den hier kann ich jetzt hinterher schicken. Los, komm. Komm, 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 komm. Wunderbar. Wunderbar. Doch, perfekt. Mehr wollen wir doch gar nicht. So, was macht eigentlich unser... Unser Landei, ziehe ich denn überhaupt in der Übersicht? DGS, Landei. Aha, okay, ist nicht mehr ganz leer geworden. Versuchen wir den mal irgendwo zu catchen. Da ist er. Uff. Wo ist denn das zur Mühle? Hof-Pelletfabrik?
Achso. Silo. Ich sehe es nicht. Ich bin gerade eben oben. Dann vorbei irgendwie. Silo Mühle, da ist es doch. So. So. Ja, seht ihr, das mit dem Verkehr verstecken hat sich auch geklärt. Wir bringen jetzt mal, die Brauerei ist voll mit Weizen, das heißt, wir bringen jetzt ein bisschen Weizen zur Mühle, damit wir auch Brot herstellen können. Und alles wird gut werden, ne? Denke ich mal. Ich steppe nochmal durch und verabschiede mich schon mal von euch. Ihr kennt das. Kommentar, Like und Abo hilft mir echt tierisch. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Treue. 301. Ausgabe hier. Das ist der Kracher. Unglaublich. So, und warum geht das hier nicht? Drescher sagt, ich soll anhalten. Was sind denn hier schon wieder für Paletten im Boden? Überall liegen hier Paletten im Boden. Unglaublich. Ja, und wieso? Ich muss hier mal den Abfahrer entlassen. Und mal wegfahren, damit der Drescher dann gleich fährt. Ich hoffe, dass der dann losfährt. Ich weiß nicht, warum der Drescher hier nicht fährt. Liegt da was im Weg? Sieht er die Palette? Armsilo ist leer. Echt? Ist Weizen schon leer? Ich dachte, da wären 350.000. Ah! Ich weiß warum. Ich weiß warum. Klar, ich habe 350.000. Jetzt noch 211.000, aber nicht am Hofsilo. Ja, nee, klar. So, jetzt. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Ja, dann machen wir es später. Dann soll er da erstmal stehen. Ich muss jetzt hier erstmal dafür sorgen, dass hier die Pallet-Paletten, die hier mal in dem Feld enden, dass die mal wegkommen, die hier so halb unter der Karte liegen. Ich hoffe, dass ich das mit Autoload hinkriege. Ja. Hey. Schaltet morgen wieder rein zur nächsten Folge. Am Wochenende wird es auf jeden Fall auch wieder einen Livestream geben, vielleicht auch zwei, mal gucken. Ja, ich bedanke mich erstmal bei euch und sage ciao.